Was geht? Kommen wir wieder zu einem mir sehr wichtigen Video. Jetzt auch wieder. Weißt du, was die größte Angst ist, was diese Narzissten haben? Es ist nahezu schon lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Die größte Angst, die Narzissten haben, ist, dass du deinen wahren Wert herausfindest, also deinen wahren Wert erkennst, sagen wir es mal so. Du erkennst jetzt beispielsweise, du hast viel mehr verdient als diese Situation. Du hast viel mehr verdient als dieser Mensch. Ihre Angst ist es, dass du deinen Wert erkennst und sie links liegen lässt deswegen. Weil du dann merkst, sie sind für nichts zu gebrauchen. Wofür brauche ich diese Menschen? Diese Menschen sind ständig da, nutzen mich aus. Diese Menschen reden mich schlecht. Diese Menschen reden schlecht hinter meinem Rücken. Diese Menschen hassen all das Gute in mir. Diese Menschen versuchen mich zu etwas zu machen, was ich nicht bin. Diese Menschen sind zu nichts zu gebrauchen. Und das ist ihre größte Angst, dass du immer selbstständiger wirst, dass du immer selbstbewusster wirst, dass du immer erfolgreicher wirst, in egal was du tust, dass du immer mehr unabhängiger wirst. Und das ist ihre größte Angst. Das ist der Grund, warum wir so attackiert werden von ihnen. Warum sie dann kommen und dich gaslighten, damit du dich schlecht fühlst. Warum sie mit ihren ganzen Shaming-Taktiken kommen, um dich in Scham zu versetzen, dass du dich schuldig fühlst auch. Es ist immer diese Opferkarte, die sie spielen, damit du dich schuldig fühlst. Sie tun dir etwas Schlechtes an, aber spielen dann selbst das Opfer. Sie tun dir etwas Schlechtes an, aber gaslighten dich, dass du daran schuld bist, dass sie dich so behandelt haben, weil du das und das gemacht hast und es sie dazu veranlasst hat, so zu reagieren. Und sie versuchen alles zu analysieren oder zu alles quasi analytisch dir klar zu machen, dass du immer schuld bist. Du merkst richtig, die machen wenn sie diskutieren, machen sie diese krassen Gedankengänge. Du merkst richtig, wie sie dich manipulieren. Du merkst richtig, wenn du dich mit dem Thema immer mehr befasst, so und nicht super ahnungslos bist und dich nicht mehr so viel manipulieren lässt, merkst du richtig, wie sie ins Grübeln kommen. Extra, ja, aber das ist ja da, deswegen, dann sagst du wieder was dagegen, weil du ja im Recht bist, weil du ja weißt, ich weiß ganz genau, was passiert ist. Dann kommen sie, ja, aber das ist ja deswegen, aber das ist ja deswegen. Und erfinden immer mehr Stories und machen diese ganzen Gedankensprünge, diese ganzen Gedanken-Push-ups, diese ganzen Gedankenliegestütze. So wirklich, sie versuchen wirklich mit aller Kraft, das will ich damit sagen, sie versuchen mit aller Kraft und mit all ihren Gedankengängen es zu schaffen, es so aussehen zu lassen, dass du immer der Schuldige bist, damit du all die Schuld spürst und ja niemals erkennst, was dein wahrer Wert ist. Damit du immer quasi dich schuldig fühlst für ihr Verhalten. Und damit will ich einfach sagen, damit du niemals vorankommst. Sie wollen dich aufhalten. Sie wollen dich extra aufhalten. Denn wenn du dich für etwas schuldig fühlst, gibt es dir gleichzeitig das Gefühl, dass du dich darum kümmern musst. Ganz einfach. Ganz einfach. Sie sind wie kleine Kinder. Sie tun sich weh. Oder tun dir weh, aber geben dir die Schuld. So, ich habe jetzt kein perfektes Beispiel, war jetzt auch nicht perfekt. Aber sind wirklich wie kleine Kinder. Sie können nicht gerade stehen für ihre Aktionen, für ihre Taten und versuchen dir ständig die Schuld dafür zu geben. Und versuchen dich quasi damit abhängig zu machen. Dass du dich dann quasi rechtfertigen musst oder sonst irgendwas oder willst. Und dass du quasi immer die Dinge gerade rücken musst. Und so, und irgendwann
um jetzt aufs nächste Level zu kommen, irgendwann hast du einfach genug. Du hast so viele Kämpfe gekämpft. Du hast so oft für dein Recht gekämpft. Du hast so oft versucht, dein Recht zu verteidigen. Du hast so oft versucht, diese Beziehung am Laufen zu halten. Du hast so oft versucht, diesen Menschen zu helfen. Du hast so oft gegeben und nichts dafür bekommen. Du wurdest so oft hintergangen. Du wurdest so oft angelogen und ausgenutzt, dass du jetzt einfach an einem Punkt bist, du kannst und willst nicht mehr und hast jetzt aber, was viel wichtiger ist, du bist bewusst geworden, bewusster und hast jetzt deinen Wert erkannt. Du hast jetzt wirklich erkannt, wow, ich habe viel mehr verdient. Ich gebe hier viel zu viel, als diese Menschen verdient haben. Diese Menschen haben mich gar nicht verdient. Die haben gar nicht verdient, dass ich denen so viel gebe. Die haben gar nicht verdient, dass ich denen so oft zuhöre bei ihrem Bullshit. Die haben mich gar nicht verdient. Ich gebe hier viel zu viel. Und irgendwann kommen diese Gedanken. Und wenn das dann der Zeitpunkt ist, dann siehst du, dass ihre größte Angst hochkommt und ihr Verhalten immer schlimmer wird. Sie versuchen, dich wirklich mit allen Taktiken, mit allen Mitteln zu zerstören, damit sie wieder die Kontrolle erlangen können. Sie versuchen dann wirklich mit jedem Mittel, so mit Shaming-Taktiken, mit Gaslighting, mit Manipulation, mit allem, was sie im Arsenal haben, versuchen sie dann, dich wieder zurückzugewinnen, in der Hoffnung, dass du dann wieder zu dem Menschen wirst, den sie am Anfang aufgetroffen haben oder angetroffen haben, dieser gute Mensch, den man ja so leicht ausnutzen kann, wie auch immer. Und das ist, was sie wollen. Sie wollen dich wieder zu deinem alten Ich quasi manipulieren, indem sie dich quasi wieder so zerstören, so strukturiert zerstören, dass du wieder zu deinem alten schwachen Ich wirst. Aber du hast jetzt an dir gearbeitet. Du erkennst jetzt immer mehr deinen Wert. Du arbeitest an deinen Werten, an deinen Grenzen, an allen Bereichen, an deinem Selbstwert, an deinem Selbstbewusstsein, an allen Dingen. Und das ist ihre größte Angst. Wenn du an all diesen Dingen arbeitest und all die Jahre konnten sie dich so leicht ausnutzen, all die Jahre warst du so ein leichtes Opfer, all die Jahre hast du alles einfach so hingenommen. Und das ist, was sie wollen. Sie brauchen einen, den sie als leichtes Opfer ködern können und dann einfach immer wieder ausspucken, wenn sie ihn nicht brauchen, dann wieder ködern, dann wieder ausspucken, wieder ködern, wieder ausspucken, wieder ködern, wieder ausspucken und immer so ausnutzen können, wie sie es brauchen. Weil sie sind wie kleine Kinder. Einmal wollen sie dich, dann nutzen sie dich die ganze Zeit aus, dann sind sie gelangweilt von dir, spucken dich wieder aus, wie so ein Schnuller. So, dann quengeln sie wieder, du gibst ihm den Schnuller, so, das bist du jetzt. Und dann spucken sie dich wieder aus, wenn sie genug von dir haben. Und so fühlst du dich die ganze Zeit, wie so ein abgenutzter Schnuller. So ist jetzt meiner Meinung schon ein stabiles Beispiel. Aber das ist wirklich, wie sie dich behandeln. Denn sie sind leicht zu langweilen. Wenn sie gelangweilt von dir sind, werden sie dich wie ein Stück Scheiße behandeln. Das merkst du vielleicht dann in deiner Beziehung. So, und wenn du dann aber, so, sie berühren dich nicht mehr, sie küssen dich nicht mehr, sie sind richtig herablassend, sie sagen dir, wie hässlich du bist und was weiß ich alles, um dich ja immer mehr zu manipulieren und immer mehr quasi zu ködern, dass du dich dann quasi schön machst, dass du dann auf einmal mehr gibst und gibst und gibst und gibst und gibst und sie geben ja so wenig, bis gar nichts. So, wow, was war das? Mein Handy hat einfach so aufgeblinkt. Ich glaube, dass das explodiert irgendwann. Ich glaube, das ist crazy. Aber egal. Sie haben dann die Angst, dass ich habe ein bisschen den Faden verloren. Sie haben dann die Angst, dass du dann merkst, wie schlecht du behandelt wirst und dass du eigentlich, wenn du wolltest, viel mehr Optionen hättest, weil du bist vielleicht attraktiv, hast einen geilen Charakter, hast eine gute Energie. Und das war ja, was sie angezogen hat. Deine gute Energie, dein Vibe, dein Charakter, deine Art und so. Aber irgendwann, weil sie schnell gelangweilt sind, sehen sie dich als selbstverständlich
Und da ist es schon nichts mehr Besonderes. Du bist dann nicht mehr besonders. So, und dann behandeln sie dich wie ein Stück Dreck. Und wenn du dann sagst, so, nicht mehr mit mir, das ist genug, genug ist genug, ich halte das nicht mehr hier aus. Und du dann wirklich gehst, machst die Tür auf und stürmst raus, packst deinen Koffer und gehst. Das ist ihre größte Angst, dass sie dich tatsächlich verlieren. So, sie denken die ganze Zeit, ach, solange sie hier ist, ist alles gut. Solange er nicht mich verlässt, ist alles gut. Solange sie sich nicht beschwert oder sonst was. Und du beschwerst dich die ganze Zeit. Aber sie gaslighten sich selbst, sie oder sie manipulieren sich selbst ja. Sie reden sich selbst ja alles ein. Deswegen fühlen sie ja, und dazu mache ich auch noch ein Video, keinen Scham. Deswegen fühlen sie ja keine Schuld. Weil direkt, wenn sie Schuld fühlen, dann switchen sie das um und gaslighten sich selbst. Deswegen gaslighten sie dich. Das ist ja alles eine Projektion. Projektion oder wie auch immer. Und sagen sich dann, ja, dass du daran schuld bist, oder reden es sich selbst ein und glauben dann diese eigene Lüge, die sie sich selbst eingeredet haben, dass du dann schuld bist daran, an allem, egal jetzt an was. Ich habe jetzt so viele Beispiele genannt. Deswegen, wie gesagt, lass dich nicht verrückt machen. So, nur weil diese Menschen Angst davor haben, sollst du keine Angst davor haben. Finde deine eigene Kraft wieder. Kreiere dich selbst wieder. Finde mehr zu dir selbst. Bau dich selbst wieder auf. Mach mehr Dinge, die dich erfüllen. Weil wenn diese Menschen kommen, ah, du bist so hässlich, ah, du bist so dies, ah, du bist so das, und kommen dann mit all ihren Taktiken, weil sie irgendwie unzufrieden mit dir sind, weil du dich nicht mehr so leicht manipulieren lässt oder sonst irgendwas, bleib stark. Gib nicht wieder ein und mach's diesen Menschen gerecht, nur weil du ein guter Mensch bist und du willst, dass die sich gut fühlen. Du sollst dich gut fühlen. Dir soll es gut gehen. Ein bisschen am Hals. Dir soll es gut gehen. Du sollst dich wieder positiv fühlen. Du sollst dich wieder wie ein normaler Mensch fühlen und nicht so ausgenutzt, so ausgelaugt und so misshandelt. Deswegen in diesem Sinne, sorry, damit beende ich jetzt auch das Video. Du sollst einfach deinen Weg gehen. Scheiß auf ihre Angst. Das ist die größte Angst, die sie haben, wenn du einfach einen gepflegten Schiss darauf gibst. Scheiß darauf gibst, was sie denken. Das ist ihre größte Angst, wenn du deinen eigenen Weg gehst, wenn du an dich selbst glaubst und dich selbst stärkst und auf einmal komplett selbstständig bist. Das ist ihre allergrößte Angst. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest jetzt viel mitnehmen, ich denke schon. Und wenn es dir gefallen hat, weißt du ja, was zu tun ist. So, in diesem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video. Und bleib stark. Peace.